In Ihrem neuen Buch Kritik der reinen Toleranz lassen Sie auch wieder nichts aus. Jenen Wert also versuchen Sie zu untergraben, auf den Frau Drose besonderen Wert legt und die Jungsozialisten. Sie stellen sich ein Gesellschaftsmodell vor, in dem die Toleranz besonders hochgehalten wird. Sie sagen, die Tugend, doch, ich kann das zitieren, wenn Sie nicht. Da muss ich zum ersten Mal seit 30 Jahren die Sozialdemokraten verteidigen. Die Jungsozialisten, es geht um die Jungsozialisten. Das ist substanziell was anderes? Nicht wirklich. Ja, ja, nur die Sozialdemokraten. Was ist denn, sagen wir mal, ihr könnt ja nicht das ganze Buch hier wiedergeben. Was ist denn das, wo Sie sagen, wir in Deutschland sollten hier am meisten Intoleranz zeigen? Das Buch geht nicht nur um Deutschland, es ist eigentlich ein europäisches Phänomen. Ich habe es ja versucht zu begrenzen, ja, damit wir einen Aspekt rauskommen. Also schauen Sie, erstmal ist der Begriff unglaublich schwammig. Das ist so wie ein Stück Kernseife oder Schmierseife. Kaum haben Sie es gepackt. Schreiben ist mit Schwäche. Ja, es flutscht einem weg. Es ist natürlich Schwäche. Toleranz ist ein Begriff, der stammt auch aus der Postkutschenzeit, als es darum ging, bestimmte Rechte von Minderheiten zu verteidigen. Und die heutige Wertschätzung der Toleranz beruht auf einem Missverständnis. Tolerieren heißt ja dulden, hinnehmen, auch ertragen. Und ich möchte nicht geduldet, ich möchte nicht ertragen, ich möchte nicht hingenommen werden. Ich habe Rechte. Ich habe Rechte. Und wer die Macht hat, mich zu tolerieren, hat irgendwann auch mal die Macht, mich abzuschaffen. Also insofern ist der Begriff vollkommen obsolet. Und konkret, schauen Sie mal, morgen, oder ist es schon heute? Ja, in 10 Minuten ist es morgen. Morgen jährt sich zum 20. Mal der Jahrestag der Fatwa gegen Salman Rushdie. 14. Februar 1989. Der Mann ist seit 20 Jahren unter einer Fatwa. Es gibt ein Todesurteil gegen ihn, das noch nicht vollstreckt wurde. Die ersten 10 Jahre musste er im Versteck leben. Und es sieht so aus, als hätte Europa, das sich ständig auf seine eigene Geschichte besinnt, vorausgesetzt, sie liegt schon 60 Jahre zurück, daraus nichts gelernt. Es gibt jetzt einen neuen Skandal, über den Sie in deutschen Zeitungen wenig lesen können. Ein holländischer Parlamentarier wollte nach England fahren, Geert Wilders, um dort einen Film vorzuführen, den er gemacht hat. Er ist in England zu persona non grata erklärt worden und wurde am Flughafen kurz festgenommen und musste wieder abreisen. Dasselbe England lässt jeden oder fast jeden Terroristen frei einreisen, läutet sie zu Gewalt und zu Terror aufrufen. Aber ein Mann wie Geert Wilders, der ein Bürgerrechtler ist und berechtigte und begründete Kritik am Islam übt, der wird abgeschoben. Das sind unglaubliche Fehlbegriffe von Toleranz. Also ich glaube, in der Kritik am Terrorismus und in der Abscheu am Terrorismus würden Sie schnell Einigkeit zu erzielen. Sie sagen aber grundsätzlich, dass die Kultur, in der wir leben, also christlich-abendländische, ja, der islamischen Kultur oder der Kultur in den islamischen Staaten überlegen ist. Ja. Glauben Sie, ich meine, wir leben Millionen von Muslimen in Deutschland, glauben Sie, dass das gut ist für das Zusammenleben, wenn man Leuten sagt, wir sind euch mit unserer Kultur überlegen? Also erstmal kommt ein großer Teil der Muslime nach Deutschland, genauso wie alle anderen Einwanderer, ihre Vorfahren, meine Vorfahren. Weil Vorfahren ist gut. Also langfristig schon, wir sind ja doch beides Bürger mit Migrationshintergrund, oder? Ja. Also Beuterdeutsche sozusagen. Erstmal sind die alle hergekommen, weil diese Kultur einer anderen überlegen ist. Und es kommen Leute nicht hierher, nur weil sie auf bessere ökonomische Verhältnisse hoffen, das auch. Aber es kommen Leute her, weil es hier einen Rechtsstaat gibt, weil hier niemand zu Tode gesteinigt wird, weil hier Homosexuelle nicht öffentlich aufgehängt werden, weil es hier die Gleichheit der Geschlechter weitgehend gibt, nicht perfekt, aber weitgehend, weil hier Standards von Demokratie, Kultur und Zivilisation verwirklicht worden sind, die es in anderen Ländern nicht gibt. Ich sage Ihnen ein Beispiel, das vollkommen hysterisch ist, aber das ist mein Lieblingsbeispiel. Das ist die Originalseite, leicht verkleinert, aus Jyllandsposten, der dänischen Zeitung Jyllandsposten vom September 2005. Und die zeigt 12 Mohammed-Karikaturen, die vor 3 Jahren beinahe den Dritten Weltkrieg ausgelöst hätten. Wenn Sie sich angucken, wie harmlos diese Karikaturen sind und was für eine Empörungswelle durch die islamische Welt daraufhin gegangen ist und wie sich dann deutsche und europäische und alle anderen Politiker gebeugt haben unter dem Druck der Straße, dann wissen Sie, dass dieser Kontinent eigentlich dem eigenen Untergang jetzt schon zuschaut. Das finde ich ist gerade ein ganz gutes Beispiel. Haben es alle gesehen? Ja, ich glaube, es war hinreichend gesehen. Es ist auch. Es
ist auch die zweite Veranstaltung, die wir zusammen haben, wo Sie das zeigen. Ah, ich bin damit auf Tournee, ich mache das jedes Mal. Deshalb, das ist aber ein gutes Beispiel, um gleich einzuhaken. Und zwar, ich gehöre zu jenen, die diese Karikaturen gedruckt haben. Also wir haben uns nicht... Zwei, glaube ich. Ja, wir haben uns nicht weggeduckt in der Woche, in der sie viele dann Angst hatten, dass so. Aber die Frage ist trotzdem, in der Situation war es richtig und wichtig, weil es natürlich untragbar ist, dass die Veröffentlichung solcher Karikaturen zu solchen Gewaltausbrüchen und Hassausbrüchen führt. Nur, haben Sie nicht Verständnis für Leute, die sagen, man muss Leute in ihren religiösen Gefühlen nicht bewusst vorsätzlich verletzen? Ich habe Verständnis für vieles. Ich habe Verständnis für Nichtraucher, die nicht von Rauchern belästigt werden wollen. Aber ich habe kein Verständnis, dass nach 200 Jahren nach Voltaire und nach der Aufklärung heute Debatten darüber geführt werden, ob man sich über Religion lustig machen kann. Worüber sonst, wenn nicht über Religionen? Nur, es gibt einen gewaltigen Unterschied. Der Papst hat sich vor kurzem über eine Ausstellung in Bozen, glaube ich, aufgeregt. Bozen oder Meran, der Papst persönlich. Ja. Da war ein gekreuzigter Frosch zu sehen. Ja. Genau. Der Frosch blieb hängen. Das Bozener Museum hat gesagt, prima, dass er sich aufregt, wir lassen es. Was glauben Sie, wie lange es gedauert hätte, wenn das ein gekreuzigter Mohammed gewesen wäre, bis das Kunstwerk abgehängt worden wäre? Aber es ist noch keine präzise Frage, warum man Leute oder viele Menschen, die nicht zu Gewalt neigen und es auch nie Gewalt zulassen würden, aber trotzdem sich durch solche Karikaturen beleidigt fühlen, vorsätzlich provozieren muss. Also erstmal gab es eine große Welle der Gewalt und nicht zum ersten Mal. Es gab eine Welle der Gewalt gegen Salman Rushdie, es gab eine Welle der Gewalt, als Salman Rushdie vor 2 Jahren zum Neid von der Königin geschlagen wurde. Gewalt gehört da mit zum Repertoire der religiösen Empörung. Das ist voneinander gar nicht zu trennen. Zweitens, ich will keine Rücksicht auf religiöse Gefühle nehmen, weil die Religiösen nehmen keine Rücksicht auf meine areligiösen Gefühle. Und die ganze Debatte heute leidet an einem einzigen wichtigen Punkt. Wir reden über Religion und über Religionsfreiheit. Wir haben es wirklich geschafft, den öffentlichen Raum wieder zu klerikalisieren. Und es sind ja nicht nur Moslems, die da mit schlechtem Beispiel vorangehen. Angehörige anderer Religionsgemeinschaften wittern jetzt auch morgen rum. Die Säkularisierung wird auch mit einbeziehen? Ja, sicher. Nur es ist so, dass es in der letzten Zeit relativ wenige Fälle gegeben hat, dass jüdische Terroristen ein Flugzeug entführt und irgendeine Moschee geflogen hätten. Das hat es, glaube ich, relativ selten gegeben. Also es gibt auch Unterschiede. Ich meine, ich habe wenig Liebe oder wenig Sympathien für christliche Fundamentalisten. Aber deren Art der Aggression ist doch eine ganz andere als die Art von Aggression, die Salman Rushdie erlebt hat. Es sind verschiedene Kulturen, es sind verschiedene Zivilisationen. In der einen hat eine Aufklärung stattgefunden. Da gab es Moses Mendelssohn und Hegel und Kant und Sigmund Freud und Oswald Koller, und in der anderen hat das nicht gegeben. Aber mit der gleichen Überzeugung, Herr Broder, sagen ja islamische Fundamentalisten, unsere Kultur und Religion ist eure überlegen. Also ich meine, wie soll man denn irgendwie miteinander auskommen, wenn der eine sich dem anderen überlegen fühlt? Irgendwie führt das ja zu nichts, oder? Frau Fried, das ist Relativismus. Wenn Sie aufhören, daran zu glauben, dass Ihre Kultur anderen Kulturen überlegen ist, dann können Sie diesen Laden hier gleich zumachen. Wir haben die Folter abgeschafft, wir haben die Todesstrafe abgeschafft. Wenn einem, der ein Kind entführt hat, in der Untersuchung, in der Ermittlung Ohrfeigen angedroht werden, klagt er die letzten 7 Jahre wegen Folter gegen die Bundesregierung. Sie meinen den Mörder des Sohnes des Bankiers Metzler. Metzler, genau. Also wir haben relativ hohe zivilisatorische Standards erreicht. Einige davon kann ich auch nicht mehr nachvollziehen. Aber es ist okay so. Im Prinzip ist diese Gesellschaft sehr weit. Und es ist natürlich richtig, wenn Sie sagen, die anderen glauben, dass sie uns überlegen sind. In Ordnung, dann möge jeder doch bei sich zu Hause bleiben. Ich habe nichts dagegen, dass die Mädels in Riad mit so einem Augenschlitz nur herumlaufen. Aber hier möchte ich das nicht sehen. Hier verstößt es gegen das Vermummungsverbot. Ja. Okay. Was hat das mit Ihrem Toleranzbegriff, Frau Drosel, wenn Sie das hören? Also ich würde die Formulierung der Überlegenheit nicht nutzen. So, weil Sie sind doch der Beweis dafür. Gibt es eine Juso-Vorsitzende in Saudi-Arabien in Ihrem Alter? Ich würde sozusagen die Formulierung der Überlegenheit nicht benutzen, weil ich glaube sozusagen Arroganz ist immer schwierig. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir uns in unserer Gesellschaft demokratisch auf bestimmte Werte verständigt haben. Letztendlich ist unser Grundgesetz Ausfluss dessen. Und viele Werte davon würde ich auch auf jeden Fall verteidigen und finde ich gut und finde ich weitaus besser, als wie andere Gesellschaften zusammenleben. So davon abgesehen, dass ich als Jungsozialistin auch ein bestimmtes Weltbild habe, von dem ich überzeugt bin.
sonst hätte man es nicht. Und wenn es halt darum geht, sage ich mal so, den Antisemitismus, den es jetzt in der muslimischen, den es ja nun einfach bei vielen Menschen dort gibt, radikal zu bekämpfen, klar. Also so, ich meine, aus welchem Grund soll man, sag ich mal, Ideologien oder Verhaltensweisen, die anderen aber, Menschen... Also da habe ich auch mal in These 38, ja? Diese Jungsozialisten formuliert, ich habe fast alles auswendig gelernt. Sie könnten beitreten, wenn Sie nicht schon zu alt wären. Genau. Zählen wir 3-4 Jahre, bin ich drüber über dieses Ding. Da schreiben Sie, dass Frauen mit Migrationshintergrund also doppelte Diskriminierung erfahren, also einmal als Frauen und zum anderen eben als Migrantinnen. Kein Wort aber in diesen Thesen darüber, dass Frauen mit Migrationshintergrund ganz besonders oft die Diskriminierung, Unterdrückung durch ihre eigenen Familienangehörige, durch ihre eigene Kultur erfahren. Warum wird das verschwiegen? Also in den Thesen kommt ganz viel nicht vor, was es in der Gesellschaft definitiv gibt und angesprochen gehört. Ja? Also ich würde das, die Tatsache definitiv also nicht leugnen. Also das ist, dass es da katastrophale Frauenbilder gibt. Und dass ich auch immer sagen würde, es gibt hier ein Rechtssystem und das gilt grundsätzlich jetzt erstmal für alle, ist völlig klar. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, bei Menschen mit Migrationshintergrund, es gibt eben auch einen Alltagsrassismus in dieser Gesellschaft, also einer deutschen Mehrheitsgesellschaft, die Menschen, die, sag ich mal, anders aussehen, teilweise rassistisch gegenübertritt, was man eben auch thematisieren muss. Also ich meine, da gibt es verschiedene Facetten von gesellschaftlichen Zusammenleben, die problematisiert gehören. Also wie gesagt, die anderen Thesen nachher, die alle. Okay. Drei haben wir jetzt. Ja, ich will dazu noch was sagen. Allein das Wort Migrationshintergrund ist ein rassistisches Wort. Nein, nicht deswegen, nicht aus den Gründen, die Sie annehmen. Wir wissen alle, wer damit gemeint ist. Und komischerweise wird der Begriff nie angewandt, nie eingesetzt, wenn es um Chinesen geht, Vietnamesen, Südafrikaner. Es ist eine bestimmte Gruppe aus der islamischen Kultur gemeint. Nicht alle Moslems. Es gibt Perser, die überhaupt von dem Begriff nicht getroffen sind, weil die integriert sind. Es ist sozusagen der sozial auffällige Einwanderer aus der Türkei oder aus der Levante. Mehr ist es nicht. Allein der Begriff ist schon euphemistisch, weil wir es nicht beim Namen benennen. Warum erfinden wir solche Begriffe? Und was den Relativismus angeht, wissen Sie, es ist eigentlich ganz einfach. Man muss Sachen nicht so kompliziert machen. Auch hier gilt das Bauhausprinzip. Gute Sachen sind einfach. Es gibt lange Schlangen vor den deutschen, holländischen, dänischen Konsulaten in Riyadh, in Damaskus, in Kairo. Und die Schlangen von Visa-Anträgern vor den irakischen und iranischen und saudi-arabischen Konsulaten in Berlin und Den Haag und Rom sind sehr kurz. Ja. Okay. Und das klärt eigentlich die ganze Situation. Wer will wohin? Aus. Vielen, vielen Dank. Ich hätte Sie so, wenn wir Zeit hätten, hätte ich Sie noch so gerne gefragt, ob es ein Kompliment ist, dass der Chefredakteur der Bild-Zeitung Sie sagt, Sie sind wie Bild. Das machen wir aber in der nächsten Jahr. Ja, Dialog. Er hat vielen gesagt, Dank. Ich bin wie Bild, aber besser. Ja, ja, ja. Okay, vielen Dank.